Abend, Ladies and Gentlemen, und willkommen zum Vlog zweiter Schnitt. Jawohl, zweiter Schnitt. Ich bin gerade beim zweiten Schnitt. Aha, wie? Im November? Ja. Ihr wisst ja, ich habe heuer Amo Heu gemäht und dann ist er wenigstens gewachsen, ich war ja spät dran. Und naja, jetzt bin ich gerade dabei, ich mähe den zweiten Schnitt. Ja, im November macht man natürlich kein Heu mehr, ist ja klar. Es war da kein Frischfutter. Indirekt, es wird konserviertes Frischfutter, sagen wir es mal so. Ich mache Silo. Ja, ich habe die Anna-Wiesen unten am Bonndamm schon fertig. Ich bin heute um 3 Uhr vor der Arbeit weiter. Und jetzt die zweite Wiesendogo, das habe ich auch gleich. Viel sehen warten wir nicht. Ja, es ist das letzte Dreieck, aber das gönne ich euch gar. Ich wollte einfach Gas geben, deswegen bin ich jetzt im Filmmarkt gekommen. Aber ich wünsche euch beim Rest jetzt da noch viel Spaß. Thank you.
Leute, ist der Abend, wo ich ja mit dem Kramer unterwegs und hab geschwott. Ja, der Schwader ist wieder aufgerammt. Die Presse ist wieder drin, weil der steht da hinter der Presse und der Heuwender ist auch wieder drin. Also der Heuwender steht vor der Presse, die Presse steht vor dem Schwader. Bis du da nachkommst, musst du halt ein wenig umrammen, aber ist ja kein Drama. Das ist wieder aufgerammt. Ja, da oben hängt jetzt der IHC um Kipper dran. Da ist gestern Laub verfahren worden, deswegen ist das letzte noch dran, aber das lasse ich auch gleich drauf. Das tue ich gar nicht runter machen, weil wenn wir jetzt die Siloballen dann draufladen, das ist der Plan. Kommt da bekannter Depressor, der Band. Und wenn die gepresst sind, dann kommt der Micha noch. Der lädt es mit seiner Ballenzange auf dem Hänger. Da fahren wir es auch am Zimmer, da laden wir es wieder ab. Dann tut er es auch wickeln mit seinem Wickler. Und ja, da müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Dann sollen sie eigentlich der Wallen in meinen Container rein. Weil der Container ist ja leider noch nicht fertig. Da vorne kommt der Bulldog. Da vorne kommt der zweite Bulldog. Jawohl, jawohl. Ja, weil die muss ich da erst noch mal irgendwo zwischenlachen. Raus da kann ich sie alle Revell wieder zur Not mit dem Holz greifen. War da gehen. Und dann sehen wir schon. Aber so ein Ballenzanger werden wir sowieso mal anschaffen. Ja, kommt der Hager ruhig. Von weg der Micha und hinten noch der Band. Ja, haben wir ein paar Grusausschlepper auf dem Hof. Ja. Na gut, schauen wir mal. Das ist nicht so.
Habe ich es nach dann eingestellt? So ein bisschen noch übrig. Na, oder? Ich will doch mal eintreffen, ich kann das nicht so. Ich darf mal Zange ausklappen. Nein. Verzeih. Oh, ist der schneckelig. Mega grün. Voll der Feine. Thank you.
Ja, damit ist das Silo-Ballenfressen beendet. Ja, ich habe leider vom Rest da nichts mehr gefilmt. Da waren doch einige Leute oder auf dem Hof unterwegs. Das wollte ich dann nicht, dass dann so viele Leute auf dem Video drauf sind. Beziehungsweise, es war dann auch ziemlich dunkel. Hätte auch nicht mehr viel Sinn gemacht. Es ist ja jetzt schon wieder Nacht. Wir haben jetzt 10:30 irgendwie. Ja, was ich noch zeigen wollte, der Micha hat mir heute einen Humus mitgebracht. Das liegt auch mal da. Ich hoffe, man erkennt überhaupt was. Vielleicht sollte ich einmal die Taschenlampen nehmen. Das ist ein Betonfrontgewicht, Heckgewicht, wie man es nimmt. So einfach mit einer Stange durch. Ja, gehört einmal gereinigt. Taschenlampen alle. Ja, das hat er mir mitgebracht. Das war wahrscheinlich einmal Frontgewicht bzw. Heckgewicht für unten einen B-Track. Müssen wir mal gucken. Das war das auch noch. Dann hat er mir außerdem einen Siloballen mitgebracht. Ich glaube einen 1,20 oder 1,40 oder irgend sowas. Ich glaube 1,40 war das fast so. Der steht da oben bei den Viecher. Reilly? Wo ist denn? Ah ja. Falsch rum. So rum. Der steht da oben. Da. Der wird jetzt demnächst verfüttert. Dann die Siloballen, wo wir gepresst haben und gewickelt haben. Die sind da. 1, 2, 3. Da gucken sie raus. Und der vierte Ballen ist leider kein Siloballen mehr geworden. Also nicht mehr zum Wickeln gewesen. Der war sehr klar. Und der Rest, der liegt als Großballen da. Keine Ahnung, ob man das erkennt. Moment. Da. Und das ist der Siloballen. Ja. Der Großballen, der wird halt jetzt dann einfach die Durchmilch verfüttert. Weil für Kummer tut nichts. Aber Futter ist es geworden. Auf jeden Fall. Und das ist das Wichtigste gewesen. Ob das jetzt dann bloß die drei Ballen sind, die ich im Endeffekt ziehe, oder ob das dann 10 sind, das ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, ich habe das Gras da unten nicht neigemulcht oder dass es dann einfach nur ja, quasi kaputt geht. Da wärst du schon dafür. Lieber soll ein Futter draus werden. Das ist das Wichtigste. Das ist es. Ein herzliches Dankeschön noch einmal an die zwei Fahrer, eine Pressenfahrer und eine Wicklerfahrer. Ja, hat alles super geklappt. Also wenn ihr nichts dagegen habt, für nächstes Jahr engagiere ich euch wieder. Und für nächstes Jahr habe ich schon gesagt, auf die Flächen war heuer ziemlich wenig drauf. Ich werde im nächsten Jahr wirklich einmal schauen, dass ich einen KAS-Dünger draufbringe, Stickstoffdünger. Und dann wächst der Arten normalerweise mehr. Und ich habe nächstes Jahr dann eh unten die Kleegrasmischung. Ich hoffe, die geht auf und läuft schön auf. Das soll ja auch mal heute vorwärmen. Und ja, wenn ich das jetzt wirklich, also wenn die richtig aufläuft und es gibt Heu, das ist ja so eine Klee-Agger-Grasmischung, dann war das so viel, dass ich das garantiert nicht alles als Heu mache, weil sonst platzt mir der Stottel aus aller Nähte. Sondern dann werde ich wahrscheinlich auch Anschnitte vormachen, der als Silage wird. Und ja, ich denke mal, da wird es dann ein paar Ballen mehr geben. Auf jeden Fall, das hat schon gepasst. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, die zwei Fahrer sind auch zufrieden. Es gibt ja dann noch eine Kleinigkeit für sie. Das haben wir schon ausgemacht. Dasselbe gebackenes Brot. Ja, gut. Das war's dann an dieser Stelle. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und nochmal, wie gesagt, Dankeschön an die Helfer. Und man sieht sich wieder. Bis die Tage. Servus.